Moin Leute, zurück bei Far Cry 5. Ja, jetzt geht's weiter. Ich muss erstmal gucken, wo ich gleich hinfliegen möchte. Ich will, glaube ich, jetzt Dr. Sarah Perkins machen. Ich weiß nicht, was da abgeht, deswegen fliegen wir da erst direkt hin. Ich hole mir natürlich meinen Heli mit. Hol ich ihn jetzt mal raus, so mein Satz. Ich nehme meinen Heli mit, wollte ich nicht sagen. So. Gut, und jetzt habe ich noch 18. Vorteilspunkte, so, genau. Ist die Frage, was nehme ich? Waffenprofi, finde das Nachladen ziehen und wechseln mit MPs Schrotflinten mehr Stabilität, weniger Streuung. Hört sich gut an. Machen wir mal. Zurückwerfen brauche ich nicht wirklich. Trage mir jetzt das mal. Und dann war's so erstmal. So, Überlebenskünstler erstmal früher gesagt. Yeah. So, dann die Bärchen nehme ich mit. Und sie, okay, läuft. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. Weil ich habe eben die ganze Zeit vorher noch ein anderes Spiel gespielt, deswegen ist die Steuerung hier wahrscheinlich ein bisschen anders jetzt. Vorsicht, wenn die Peggys uns aufhalten. Übrigens bedürft ihr erstmal wieder. Los geht's! Aber wir probieren es einfach. So, Bärchen und sie oder Grace müssen gleich mitlaufen. Warte mal, Grace, ich muss mal eben gucken. Genau, warte mal. Hilfeabruf. Gesamtkills. Jess Black braucht noch einen. Schießburger braucht noch 10. Okay, warte mal, jetzt mal eben anders. Nehme ich sie mal eben mit hier. So, warte, jetzt wieder Vorteilspunkte, ne? Die Mission mache ich dann irgendwann. Ich werde erstmal Hauptmission, erstmal hier weiterkommen, auch XP-mäßig sammeln, erstmal alles. Mal schauen, wann Jacob mich wieder einfängt. Aber erstmal machen wir jetzt die anderen Sachen hier. Und immer werde ich hier nochmal rumfliegen und nochmal, wenn ich Zeit habe, ein wenig die Sekten ausposten clearen. Aber erstmal machen wir jetzt das hier. Sarah Perkins, Dr. Sarah Perkins. Ich weiß nicht, was abgeht. Mal gespannt. Helikopter easy peasy zum Teil. Ist echt nice. So, bevor ich jetzt hier alles gute, was war das? Dieser Wald ist eine Todesfalle. Hunde. Hunde. Wölfe. Alte Beste. Das brauchen die ja nicht mehr. So was habe ich noch nie gesehen. Oh, jetzt ganz viel Information. Tod hilfst du mir nicht weiter. Ah, okay, beschädigt, beschädigt. Schade. Nicht viel. So, Fundstück. Ich gucke uns die Sache nochmal hier kurz an. Wie gesagt, selber lesen kurz bitte und dann, also erst stoppen und selber lesen. Weil das werde ich jetzt nicht machen, das ist zu viel. Das sind alles Tagebucheinträge. Klar. Vielleicht auch nicht so wichtig. Hoffe zumindest. Okay, hat die irgendwelche Experimente definitiv gemacht? Schon mal nicht so schön. Echt ein geiler Bär. Hier rein. Nee. Wie um alles in der Welt können sie so, so stark gucken, was sein. Mir zu sagen hat. Scheiße, ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ich bin übrigens Sarah. Sarah Perkins. Hab ein Team von Artenschützern geleitet. Wir haben die Wölfe im Park untersucht und dann, naja, haben wir diese Viecher gefunden. Es sind Wölfe, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Die Sekte nennt sie Judges. Größer, stärker, widerstandsfähiger als die andere Spezies aus der Gegend. Die Sekte hat versucht, mein Team dazu zu zwingen, ihnen zu helfen. Als wir uns weigerten, haben sie diese Dinger auf uns gehetzt. Eli und die Whitetails haben mich rausgeholt. Seitdem versuche ich, mich zu revanchieren. Ich habe eine Theorie dazu, wie wir diese Kreaturen mit der Sektenformel aufspüren können. Aber ich habe nur Leichen. Ich brauche einen lebenden Judge. Ja, das ist viel verlangt, aber es muss sein. Die Sekte richtet sie in einem alten Jugendlager ab, dem Breakthrough. Wenn du mir hilfst, kann ich vielleicht etwas entwickeln, womit du sie besser jagen kannst. Ich treffe dich im Lager, sobald es sicher ist. Okay, Zeit fürs Abendbrot. Natürlich, der Essen direkt angenommen. Ach so, brauche ich ja nicht. Ich kann es direkt so annehmen. Ich vergesse es immer ich wieder. Ich hatte gehört, dass hier irgendwo ein Labor sei. Ich wusste nur nicht, wo genau. So, da muss ich ganz schön weit fliegen. Macht aber nichts. Ungewöhnlich muss vergessen. Warm für diese Jahreszeit. Wo ist mein Heli hin? Bin ich hier nicht eben mittendrin gelandet?
Bin ich blind oder ist mein Heli wirklich gerade weg? Oh nö, ey, ist mein Heli weg. Na egal. Wie ist denn jetzt mein Heli jetzt? Das ist auch ein bisschen doof, man hat die ein bisschen ins Ausgewählt, aber der Wegpunkt ist nicht dran. Das ist echt ein bisschen komisch. Der ist nicht. Den muss man so nicht ransetzen, das ist echt doof. Will ich jetzt echt ganz hinfahren? Ich hab keinen Bock drauf hinzufahren jetzt. Nö, ich hol mein Heli wieder. Ich mach's anders. Das dauert uns zu lange. Muss auch ein bisschen die Spielzeit ein bisschen stauen, ne? Weil wenn man noch arbeitet, dann ist das hier zeitlich gesehen ab und zu ein bisschen anstrengend, sag ich ganz ehrlich. Spielen, zocken, also spielen, aufnehmen, hochladen, das. Aber gut, ich hab's mir ja so ausgesucht, freiwillig. So, ich verstehe auch nicht, warum der Heli eben weg war. Oder habe ich ihn einfach nicht mehr gesehen? Naja, der Aufgeschicht, ne? Da kann es mal passieren, dass ich irgendwas übersehe. Aber ich kann die Gottes gleich wiederholen, das ist schon mal gut. Es verschwinden nicht nur normale oder auch Leute. Nicht. Auch die Miliz der Whitetails muss dran. Wo ist mein Heli? Was ist los hier? So. Ah, jetzt ist er da. Ich dachte gerade, was ging jetzt ab? Gut, das Spiel hat wieder einige Bugs. Man kennt es mittlerweile, ja. Augen auf die Straße. Ich mach den Rest. So, das Ringsort-Lager. Auf dem Weg, aber das ist sie uns erstmal nicht. Sauber anvisiert! Die müssen sich mehr Mühe geben, wenn sie mit uns spielen wollen. So, die Gegend war hier noch nicht. Kornkreise haben diese Monster mit ihnen geübt. Ich hab Glück gehabt, dass sie mich nicht erwischt haben. Hast du gerade nicht zugehört? Ich habe diese Judges schon seit Monaten studiert. Die sind wirklich abgefahren. Anders kann man es echt nicht ausdrücken. Im Grunde packen Jacob machen. Und seine Leute diese armen Wölfe komplett mit Drogen voll. Keine Ahnung, was sie genau nehmen, das Gebiet. Aber okay, sicher. Sie werden dadurch zu echten Kriegsmaschinen. In wen denn sicher?
Sekunde, ich bin gleich da. Ich komme die Seilrutsche runter. Alles klar. Oh Gott, hier kriege ich eine Gänsehaut. Keine Judges. Wir müssen sie herlocken. Ich hab's. Die Essensglocke. Wirf die Leiche eines Abrichters in den Futtertrog. Das ist Pavlovs Konditionierung. Wenn die Glocke läutet, werden sie kommen. Lege eine Trainerleiche in den Trog. Oh. Ist das eine Trainerleiche? Nee, oh. Die werden markiert als da. Zum Essen. Ah, okay, alles klar, ist verstanden. Ich muss ihn hier reinloggen und dann das mache ich doch mal eben ohne die Bärchen. Oder ohne die Bärchen, oder? Nein! Nicht! Wegschicken. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Entlassen. Ja, ich zieh Leine. Jetzt vielleicht? Backt ihr hier rum oder was? Scheiße! Ich brauche sie lebend! Wir müssen noch einen finden. Ah, da ist einer. Wo liegt das Problem? Einfach rein und raus. Oh. Nein! Nein! Oh, falsch noch gedrückt. Ja, toll. Aua. Mach hin, ne? Mach. Oh. Ich glaube, das ist nicht sicher, ob du das hinkriegst, aber du hast es mir gezeigt. Sieh ihn dir nur an. Wunderschön. Ja, ich möchte mit dir reden, geht aber gerade nicht irgendwie. Also ich komm runter, alles klar. Kann sagen, was ist nicht los. Wenn es ein bisschen buggt, wie gesagt, einfach mal abschießen, mal klappt's mal nicht. Ich möchte gerne mit ihr reden, das geht gerade nicht.
jetzt? Ich finde das schon raus. Keine Sorge. Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Dieses Exemplar ist alles, was ich zur Synthetisierung der Formel brauche. Hier, nimm diese Probe, an der ich gearbeitet habe. Das sollte dir bei der Jagd nach diesen Viechern helfen. Okay. Zeit für das Abendbrot erledigt, abgeschlossen. Yay. Was gibt es? Okay, ultimativer Jäger verbessert. Weniger Komponenten benötigt. Okay. 600 Widerstandspunkte auch gekriegt. So, jetzt geht erstmal Looten los. Oder auch nicht. Wie gesagt, sind sehr viele Häuser hier leider. Hier ist schon auch irgendwo noch ein Tresor und alles wie immer, ne? Oh ja. Wie vollgepackt in Sachen hier. Hi, ich rufe wegen des Sommerprogramms an. Meine Tochter Caitlin. Sie hat Probleme. Sie hat sich verändert. Lesen. Okay, Geschäftsaufgaben hin. Gabehinweis. Auch wieder stoppen und selber lesen, bitte. Sie mit falschen Leuten herum und zieht sich ganz schwarz an. Und die Musik, die sie hört. Kein Tresor hier. Wir wissen nicht mehr weiter. Da ist der Ausgang, okay. Rein. Nicht rein. Ich glaube nur blaue Türen kann man rein. Da! Da unten! Okay, hier gehen wir noch alles kurz angucken. Und der noch einmal her. Wo kommen die auf einmal her? Spawn einfach oder was? Läuft. Genau. Hastig hingekritzelte Notiz. Was haben wir hier? Lappenkiste. Nirgends von Tresor. Keine Kohle. Nix da. Das ist irgendwie komisch. Kann so nicht richtig sein. Shit, Mann. Das ist doof zu zielen. Au. Okay. Wann war er da? Hier ist eine Kiste. Bin voll. Das ist der böse Wolf. Ja, ich glaube, ich habe alles geblutet hier. Das Monika noch wieder mitnehmen und dann war es auch schon. So, würde ich sagen, das beende ich hier erstmal, weil ich habe leider gerade keine Zeit weiter zu machen. Leider. Normalerweise würde ich noch irgendwas machen, aber ihr könnt mal gucken. Hier ist noch ein Nebenquest bewaffneter Bergkonvoi. Ja gut, die Außenposten etc. Mal gucken, wie ich das cleare oder wann ich das cleare. Muss ich mal gucken. Neue Hauptaufträge haben wir natürlich noch einige hier. Klinische Studie im Einsatz verschollen, aufrüsten, Funkstelle. Ja, wie gesagt, da gibt es noch einiges hier. Vorräte aus der Wolfsdien, okay. Können wir auch nochmal machen. Ja, werden wir dann sehen, was wir machen oder was ich mache. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und Zuhören. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Far Cry 5. Tschüss!